Ich bin noch so gut durchgekommen eigentlich durch das Spiel hier. Bis hierhin. Mehr oder weniger gut. 1000 Leute da draußen werden jetzt sagen, nein, bist du überhaupt nicht. Weil das, was du hier zeigst, das kann man ja eigentlich überhaupt nicht mehr zeigen. Aber ist mir egal. Ich zeig's trotzdem, ja. Ich hab's schon mal gesagt. Also manche Leute... Ah, da werde ich ganz gerne von Neulingen kritisiert. Also sprich Neulinge, die ein paar meiner, also die meine Videos mehr oder weniger zum ersten Mal schauen und sich so wundern und so, wie ich Let's Play und keine Ahnung was. Und die wundern sich dann so, hey du, warum zeigst du denn so viel und so? Du könntest doch viel mehr rausschneiden und zeig doch nur das Spiel. Und das interessiert doch absolut keine Sau, wie du hier die ganze Zeit drauf gehst. Und im Endeffekt stimmt es vielleicht sogar fast, dass es keine Sau interessiert, aber... Das ist nur bedingt mein Anspruch. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie... geht mir ja nicht darum, euch einfach nur die Spiele zu zeigen in meinem jugendlichen Leichtsinn. Sondern es geht mir vor allem darum, das zu dokumentieren, was ich eben hier mache. Sprich, wie ich die Spiele spiele und was mir dabei widerfährt, während ich die Spiele spiele. Und dabei muss ich dann leider eben auch solche Episoden irgendwie so ein ganz klein bisschen, zumindest ab und zu mal zeigen. Weil das gehört ja irgendwie mit dazu. Ich meine, das wäre... Ich würde euch komplett etwas vorenthalten, wenn ich euch den ganzen Scheiß hier... Also wenn ich den ganzen Scheiß jetzt hier alleine machen würde und euch dann im Endeffekt nur das Endresultat zeigen würde. So nach dem Motto, ja, übrigens, irgendwann habe ich es dann auch zu Dracula geschafft und dann war die ganze Sache total schnupsig. Also, scheiße, Mann! Boah! Genau, wenn ich euch solche Sachen nicht zeigen würde, dann wären wir doch alle irgendwie absolut arm dran. Nein, also ich finde... Das ist einfach... Das gehört bei meinem Kanal so ein bisschen dazu. Das ist schon... Das ist schon in Ordnung. So. Wow. Nein. Ich will doch nur hier hoch. Ich will doch nur hier hoch. Ich will doch nur mit meiner Axt mächtig Schaden machen. Da-d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 a
Den müsste es eigentlich geben. Moment. Also. Hier lasse ich mich jetzt erstmal von denen nicht treffen. Das ist super. Als nächstes. Wenn ich nämlich jetzt einfach mal total unverblümt hier gleich gucke. Das war jetzt dumm. Ja. Ich hätte zuerst den grünen Skelettfuzzi da ausschalten sollen. Ne, Moment. Wenn ich da oben jetzt hochgehe. Ich will mich halt der ganzen Sache ein bisschen annähern, wisst ihr? Na gut, okay. Wir machen das jetzt tatsächlich so, dass ich jetzt ein bisschen... Ich versuche mal, was anders zu machen oder so. Und dann nähere ich mich der Sache im Murenraum vielleicht ein bisschen mehr an. Vielleicht funktioniert das, vielleicht aber auch nicht. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, da sind wir wieder. Ich verfolge diesmal mal ein bisschen, beziehungsweise einen etwas anderen Lösungsansatz, sagen wir es mal so. Ich habe zwischenzeitlich übrigens keinen anderen Speicherraum aufgedeckt oder irgendwas in der Art, weil hat sich irgendwie nicht so ergeben. Und jetzt probieren wir es. Aha, einfach mal aus. Doof. Ich hatte nämlich bei dem Paratropus das ausprobiert und normalerweise es war so, dass Alucard, dass Richter direkt durch den Gegner durchgesprungen ist mit dieser Technik. Und ich hatte gehofft, dass sich das eben hier mit den Guardians ähnlich verhalten würde, aber da habe ich ja wohl eindeutig falsch gedacht. Ja, das ist jetzt doof. Ich weiß nicht, wie ich da anständig dran vorbeigehen kann. Ohne dass sich der Kampf wirklich ewig in die Länge zieht. Weil überlegt mal, wie viele Lebenspunkte die haben. Ich kann die nicht vernünftig besiegen. Das ist so ärgerlich. Gut, es hilft aber nichts. Ich muss jetzt weitermachen. Und ich höre jetzt sowieso nicht auf, weil dafür bin ich zu nah einfach am Ende dran. Also, wir sehen uns gleich wieder. Diesmal habe ich noch einen etwas anderen Lösungsansatz. Mal gucken, ob der klappt. Wie ihr seht, habe ich diesmal keine Axt, sondern ich habe das hier. Und das ist die perfekte Strategie. Gut, okay. Was ich nicht gedacht hätte, ja, das Weihwasser hat eine coole Fähigkeit. Wuhu, ja, wir rechnen dann aber auch mit sowas. Das ist ja... Aber man gut, okay, man wird ja in diesem Spiel gerne mal das eine oder andere Mal so ein bisschen positiv überrascht. Jetzt habe ich nur mein nächstes Problem. Ich muss damit mehr Herzchen dorthin, damit ich das mindestens dreimal hintereinander spammen kann. Okay, aber das sollte ich hinbekommen. Beziehungsweise ist eigentlich gar kein Problem, weil dann... Sonst muss ich eben Herzchen im Raum davor farmen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Gut, alles klar. Hering hat einen Lösungsansatz. Also, wir sehen uns gleich da wieder. Ich glaube, jetzt habe ich mich nur selber angearscht, weil ich absolut nichts mehr aushalte. Aber okay, bei den Gegnern hier ist es ja definitiv so, dass ich ja... Oder ist es ja ohnehin so, dass ich sowieso nur einen Treffer aushalte und dann ist die ganze Geschichte ja irgendwie schon erledigt. So, Moment. Dankeschön. Wow, ich hatte jetzt schon irgendwie Bammel. Und wo ist der letzte? Na. Boah! Ja, und da renne ich noch fast rein. Ist herrlich. Gut, ist mir egal. Jetzt einfach nur hier durchrennen, zack und fertig. Ich wollte gerade sagen, zack und fertig. Okay, das wäre jetzt der Schock schlechthin gewesen. Nee. Also auf die 5 Einzelteile von Dracula hätte ich absolut keinen Bock mehr gehabt. Das wäre zu viel gewesen. Das hätte ich nicht mehr hinbekommen. Das wäre zugegebenermaßen auch wirklich... Also dafür wären Gamerscore-Punkte... Aber, naja, gut. Ich sag mal... Es war schwer genug, hierher zu kommen mit Richter. Also, ich will nicht meckern. Und ich will auch nicht, ne? Das ist alles okay, so wie es jetzt momentan ist. So, jetzt will ich nur noch hier rechts hin. Speichern. Und dann... Weiß ich nicht. Schaut mal. Boah, entweder es gibt jetzt noch einen Endgegnerkampf, den ultimativen Kampf gegen Dracula, oder eben nicht. Ich weiß es nicht. So. Ab in den Fahrstuhl. Dass ich es hierher geschafft habe, ey. Aber das mit dem Trank, beziehungsweise mit dem Weihwasser, ist super. Also, dass ich davon selber drauf gekommen bin, dass ich nochmal ein bisschen herumexperimentieren sollte und so. Ich meine, ist ja auch nicht, ne? Darum muss man ja erstmal drauf kommen. Oh ja, das ist ja... Zumal ich das Weihwasser die ganze Zeit immer so schmählich vernachlässigt habe. Ich darf nochmal. Oh oh. Oh, das ist nicht euer Ernst. Das ist einfach nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Das ist einfach nicht euer Ernst.
Das ist nicht euer Ernst. Ich darf jetzt sowohl gegen den als auch gegen Dracula antreten. Sehe ich das richtig? Und ihr denkt, dass das so einigermaßen machbar ist, oder was? Oder wie jetzt? Oder wo jetzt? Oder hast du nicht gesehen? Warum liegt da eigentlich immer nur ein so ein kleines Scheißherz rum? Also, als ob nicht, aber ist egal. Das ist nicht euer Ernst, oder? Dass ich jetzt... Vor allem gegen die beiden, also... Allein schon der komische Typ in der Kugel ist doch eine Nummer für sich. Wie soll ich denn... Boah, Mann, Richter. Wie soll ich denn das gescheit machen? Jetzt sag mir das mal einer. Wie soll man dann vernünftig ausweichen und so und... Vielleicht, ich benutze die Moves von Richter einfach nicht richtig. Die Moves von Richter nicht richtig. Keine Ahnung. Ich könnte die ganze Zeit einen Uppercut spammen oder so vielleicht. Vielleicht macht der mehr Schaden. Los, komm. Los, komm. Critical. Ja, ja. Nee, nee. Los. Aber dann muss ich natürlich auch... Ja. Ja, gut. Wir sehen uns gleich wieder. So, okay. Neue Runde, neues Glück. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba. Oh, Richter, dann mach doch eigentlich deine scheiß Attacke. Okay. Bin gleich wieder. So, also ich gehe ja nun recht in der Annahme, dass das schon die richtige Herangehensweise ist, oder? So mit dem Uppercut und so, und dann müsste man ja eigentlich nur noch seinen dämlichen Scheißkugeln irgendwie ausweichen. Eigentlich, aber irgendwie geht das nicht so richtig. Ja, ja, ja. Bis gleich. Neue Runde, neues Glück, neue Runde, neues Glück, ne, 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 und so, wir versuchen uns jetzt mal ein bisschen zu konzentrieren, was aber nicht gelingen tut, 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 ich sollte irgendwie besser ausweichen und so weiter und so fort, ja. Ja. Wieso... Bis gleich. Das könnte einen ja schon so ein bisschen aufregen. Also, wenn man... Also, ne? Wenn man ein bisschen einfach gestrickt wäre oder so. Aber der Hering ist ja zum Glück absolut... Er ist Powergamer durch und durch. Der weiß, wie er mit solchen Situationen umgehen muss. Bis gleich. Es wäre ja aber auch irgendwie ein bisschen interessant mal... Es wäre mal interessant... Ja, toll. Es wäre mal interessant, die, Es wäre mal interessant, zum einen zu wissen, wie man da bitteschön mit Richter ausweichen soll. Und zum anderen wäre es interessant zu sehen, natürlich, was der Säureregen unter Umständen, also der Weihwasserregen unter Umständen bei ihm machen würde. Aber ich nehme mal an, das wäre so ähnlich wie die Nebelfähigkeit von, also die Gasfähigkeit von Alucard. Der würde einfach nur stehen. Guard, guard, guard. Ich fürchte es. Ich sammle jetzt trotzdem mal ein paar Herzchen, damit wir es ausprobieren können. Bis gleich. Okay, wir haben ein paar Herzchen gesammelt. Okay, ich probiere es einfach. Okay, wir gucken mal, was passiert. Es macht Schaden. Ich werde ja bekloppt. Ich werde ja so bekloppt. Ich werde ja so bekloppt. Gut. Und jetzt? Erfolg freigeschaltet. Bam und Rache. Oh Gott. Das ist nicht. Ich will nicht mehr. Okay. So. Das war Castlevania Symphony of the Night vom Herringway. Ja, das war mein Let's Play zu diesem Spiel. War mal eine coole Erfahrung, ne? Auch mal so ein Spiel zu spielen und so. Ich habe keine Ahnung, ob ich mich jetzt hier in der Hinsicht wiederhole oder was auch immer. Ist ja im Endeffekt auch Latte. So, dann haben wir das Spiel jetzt also auch mit Richter durchgespielt. Was zum Schluss dann doch einfacher war als gedacht. Ich hätte mir nur mal tatsächlich... meine Fähigkeiten öfter irgendwie so
holen sollen. Ich meine, das hätte so oft geholfen, wenn man sich das überlegt, für die Fledermaus, für Karasuman. Ich hätte so viele Tode vermeiden können, wenn ich einfach nur Weihwasser gespammt hätte. Weil mit, ja. Okay, irgendeinen Vorteil musste die ganze Sache mit Richter ja auch haben. Weil in allen anderen Belangen ist er ja Alucard eigentlich so ziemlich unterlegen. Dadurch, dass er keine anderen Waffen bekommen kann, keine anderen Fähigkeiten und so weiter und so fort. Also irgendwas musste da ja sein. Gut. Jetzt bin ich nur froh, dass ich doch tatsächlich mit Richter eben nur den einen Kampf machen musste und nicht, gegen Dracula musste man ja gar nicht kämpfen. Also das passt ja in dem Moment dann einfach. Gut, ja, das ist ja schön. Ich bin jetzt wahnsinnig stolz auf mich. Ich kann das Let's Play jetzt oder das Spiel auch tatsächlich als wirklich durchgespielt jetzt betrachten und das Let's Play als beendet. Und dementsprechend braucht ihr auch nicht mehr damit rechnen, dass noch weitere Castlevania-Folgen kommen. Nein, das ist jetzt. Wir haben es durchgestanden. Wir alle zusammen. Oh ja, ich bedanke mich bei den 30 Leuten, die dieses Let's Play jetzt bis zum Schluss dann tatsächlich noch geguckt haben. Und alle anderen, ja, ihr habt nichts verpasst. Fast nichts. Das ist so bescheuert. Ach Gott. Aber ich bin froh und glücklich. Es ist mal wieder. Ich meine, es gibt ja nicht viele Xbox 360 Spiele, die ich mit vollem Gamerscore, also mit vollen Gamerscore-Punkten beenden konnte. Wir können uns gleich mal angucken, welche Spiele das da sind. Es sind wenig prominente Vertreter dabei, nur doch vielleicht ein oder andere so ungefähr, aber. Nö, nichtsdestotrotz, ich bin jetzt wirklich extrem froh und glücklich, dass ich das hier, also dass ich mal wieder ein weiteres Spiel in der Hinsicht geschafft habe und das Let's Play hat mich echt dazu motiviert. Ihr habt mich dazu motiviert, also mit euren Kommentaren und so, also vor allem Komori eben, weil er mir auch geschrieben hatte irgendwie, das wäre doch machbar, also könntest du eigentlich nochmal ausprobieren und so und ich hab's gemacht und ich bin glücklich und zufrieden. So, jetzt können wir noch mal bei den Erfolgen gucken. Castlevania Symphony of the Night, hab's sogar 12 von 12 Erfolgen. Da, 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 genau, alles schön, alles toll, alles wunderbar. Und wo kann ich mir jetzt nochmal. Ne, ich glaube, da müssen wir kurz zur Arcade zurückkehren. Und mal in meine normale Spielliste gucken. Und dann sehen wir auch, welche Spiele ich. Sehen wir auf einen Blick, welche Spiele ich mit vollen Gamerscore-Punkten beendet hatte. Und dann haben wir das an der Stelle auch einfach nochmal gesehen und dann kann der Hering sich irgendwie glücklich schätzen, dass er ein bisschen angeben konnte, so oder so ähnlich. Erfolge. Abgeschlossene Spiele. So. Da haben wir übrigens auch mal meine Statistik gesehen. Von theoretisch 73.590 Gamerscore-Punkten habe ich 22.527. Das ist mehr oder weniger gut, weiß ich nicht. Bei den Erfolgen 1175 von 3277, also knapp ein Drittel. Naja, ist jetzt, glaube ich, mehr oder weniger normal, oder? Es gibt nur wenig Leute, die sich wirklich hinterhängen und bei jedem Spiel alle Gamerscore-Punkte holen, glaube ich, aber naja. Wie dem auch sei, was für Spiele habe ich denn komplett abgeschlossen? Klar, Castlevania Symphony of the Night, seit heute, woohoo! Banjo-Kazooie habe ich komplett, das war jetzt aber nicht so sonderlich schwierig. Einer gegen 100 hatte ich mal relativ ausdauernd gezockt, als es eben noch online verfügbar war. Das hat echt Spaß gemacht. Finde ich eigentlich schade, dass sie das Spiel eingestampft haben, weil das war echt eine coole Sache. Sam und Max retten die Welt hatte ich mal gemacht, aber okay, ist ein Adventure, da musste man auch nur die Kapitel. Okay, man musste die Kapitel abschließen und ab und zu mehr oder weniger doofe Sachen machen, aber da habe ich mich vorher immer eingelesen und dann war das eigentlich relativ flott zu bekommen. Dash of Destruction, hier ist es relativ leicht, Gamerscore-Punkte zu holen. Konnte man sich mal kostenlos runterladen, weiß ich nicht, ob es das immer noch kostenlos gibt. Assassin's Creed 2, das einzige Assassin's Creed, wo ich alle Gamerscore-Punkte geholt hatte, aber das Spiel war auch einfach extrem geil, hat so viel Spaß gemacht und meiner Meinung nach bis dato auch immer noch das beste Assassin's Creed. Keine Ahnung, ob Teil 3 da heranreichen wird oder nicht, aber naja, ich lasse mich gerne überraschen. Und Oblivion habe ich ebenfalls komplett abgeschlossen mit 1250 Gamerscore-Punkten, sprich die 1000 aus dem Hauptspiel plus die 250 aus dem Add-on Shivering Isles. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und habe ich auch sehr lange dran gesessen, aber ich habe es genossen. Gut, haben wir das dann auch gesehen an der Stelle. Hat mir, wie gesagt, Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Let's Play unterm Strich auch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es zum Schluss vielleicht wieder teilweise ein bisschen anstrengend wurde oder so. Ich weiß nicht genau, ja. Immer wenn ich frustriert bin, habe ich so einen Eindruck, dass ich dann ein bisschen anstrengend werde zum Zuhören, zum Zugucken, zum, ich weiß nicht was, aber naja, okay. Ich habe es geschafft und ich bin froh darüber. Und es hat nur eine Weihwasserflasche im Endeffekt gebraucht, um diesen letzten härtesten Endgegner zu besiegen.
Ich bin tief bewegt, innerlich. Na gut, okay. Das soll es jetzt von meiner Stelle aus gewesen sein mit Castlevania Symphony of the Night. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal, ihr seid auch bei einem meiner nächsten Videos mal wieder dabei oder bei einem meiner nächsten Projekte, keine Ahnung. Wäre irgendwie schön und toll, ich würde mich freuen. Ich war der Herringway, das war Castlevania Symphony of the Night von mir für diesen Moment und für immer. Und ich sag jetzt einfach mal tschüss mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.